Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Traditionelle Astrologie. Heute geht es um das Häusersystem des Manilius. Wir nehmen dazu den Text von Professor Dr. Marc Wolfgang Hübner aus der Universität Münster, veröffentlicht in einem Sammelband der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen in der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1995, Nummer 6, Überschrift Die Dodekatropos des Manilius, Klammer auf, Manil Punkt 2,856-970, Klammer zu, von Professor Wolfgang Hübner aus Münster. Verleger ist der Franz Steiner Verlag Stuttgart und die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Und wir nehmen dazu den Bildschirm, weil man kann diesen Text noch erwerben. Es gibt diesen Text hier bei Amazon aktuell für 27 Euro. Der Text ist gegliedert in eine Einleitung und Hauptkapitel Römisch 1, das verbreitete System, Kapitel Römisch 2, das System des Manilius, Kapitel Römisch 3, Zusammenfassung und Vergleich mit einem späteren Anonymus. So, in der Einleitung gehen wir aus dem Bildschirm raus. Auf Seite 6 lesen wir Zitat: Die Dodekatropos ist eine Art sphärisches Koordinatensystem, das in den schematischen Darstellungen der Bücher notgedrungen auf nur zwei Dimensionen reduziert wird, also einen Kreis mit 12 Sektoren a 30 Grad, die die Ekliptik zwölftel und mit ihnen die Planeten während der scheinbaren täglichen Rotation des Himmels durchlaufen. Es handelt sich also um ein festes Raster und nur dann um die Tierkreiszeichen des Zodiakos, wenn man den Sternenstand eines bestimmten Zeitpunkts fixiert. Die früheste sicher datierbare Quelle ist der Lehrdichter Manilius, doch weicht dieser nicht unwesentlich von dem üblichen, zuerst für Thrasyllos, den Hofastrologen des Tiberius bezeugten Systems ab. Dies haben die Editoren und Kommentatoren Scaliger, Hausmann und andere zu einzelnen Stellen sehr wohl vermerkt, doch ist die Eigenart des manilianischen Systems im Ganzen weder von den Kommentatoren noch sonstwo genauer untersucht worden. Es erhebt sich nun die Frage, welches der beiden etwa gleichzeitig zuerst belegten Systeme das ursprüngliche ist. Da Thrasyllos noch ein anderes System aus den Schriften des Trismegistus Hermes kennt, muss mit weiteren Konkurrenzsystemen gerechnet werden. Cumont hält die Zusätze bei Manilius für ursprünglich. Sie seien durch spätere Überarbeitung des Systems verschwunden. Und so weiter. Und dann auf Seite 8 beginnt dann das Kapitel 1, das verbreitete System. Zitat: Da die Dodekatropos, also die Häuser, dazu dient, einen Sternstand innerhalb der scheinbaren täglichen Bewegung des Himmels zu bestimmen, nimmt die obere Kulmination im Süden die obere Position ein. Wie die römischen Auguren, so blickt auch der Betrachter der Schemata in Richtung Süden. Und so weiter. Die Zwölfteilung geht zunächst von den vier Kentra aus. Und so weiter. Und dann gehen wir mal weiter im Text. Also es wird dann im Einzelnen auf das gängige System, das ungefähr zur Zeit des Manilius Verwendung gefunden haben soll. Und dann auf Seite 12, das entscheidende Kriterium aber bilden die verschiedenen Aspekte, Winkelabstände zum Haus des Aszendenten. Die vier, und dann weiter unten, die vier aspektlosen Häuser 2, 6, 8 und 12 umgeben die horizontale Achse 1, 7.
Sie befinden sich also alle vier in unmittelbarer Nähe des Horizontes, das heißt dort, wo nach der astrologischen Farbenlehre dunkle Farbtöne vorherrschen. Und jetzt gehen wir mal auf das Kapitel 2 über. Das System des Manilius, der Text. Zitat auf Seite 18. Da der Text des Manilius schlecht überliefert ist und Haussmanns Konjekturen nicht selten Widerspruch gefunden haben, ist es nötig, zunächst den für die folgende Untersuchung maßgeblichen Text herzustellen. Der Apparat folgt mit seinen Siegeln und auch mit der Auswahl des Relevanten im Großen und Ganzen der Teufnerianer von G.P. Gould 1985. Wo der Text abweicht, wird der Apparat etwas ausführlicher als in jener Ausgabe üblich. Zusätzliche Zwischentitel sollen den spröden Text auflockern und die Lektüre erleichtern. Und dann wird also im ersten Unterkapitel über die Kentra gesprochen und im dritten dann die Quadranten und im vierten die Dodekatropos und so weiter. Und die kardinalen Häuser und dann die vier Quadranten auf Seite 30, dann unsere letzte Leseprobe. Die vier kardinalen Kentra teilen den Kreis in vier Quadranten an 90, die Manilius Intervalla nennt. Manilius bezieht sie auf die vier Lebensalter und so weiter. Und dann weiter unten, während der Dichter bei der Analogie der vier Quadranten den ganzen Kreis einbezieht, das menschliche Leben als bis zum letzten Quadranten reichen lässt. Und dann auf Seite 31, Kapitel Dora, die Dodekatropos. Erst nach dem doppelten Durchgang durch die vier Kentra und der Behandlung der dazwischenliegenden Quadranten folgt die eigentliche Dodekatropos. Manilius geht also von größeren zu kleineren Sektoren über. Und so weiter. Mir ging es heute bei diesem kurzen Video nur darum, Sie auf dieses Buch, das kann ich ja nochmal zeigen, von Professor Dr. Wolfgang Hübner aus Münster hinzuweisen, die Dodekatropos des Manilius. Es gibt Leute, die glauben, der Manilius hätte Ganzzeichenhäuser verwendet. Ich glaube, dass das hinreichend klar geworden ist, dass dem nicht so ist. Dann gehen wir mal wieder raus. Für heute herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.